Ja, also für mich war es wirklich auch so ein Herzensanliegen, für die Vollgeldinitiative zu sammeln. Ich habe mich vor vielleicht so 2, 3 Jahren besser informiert, eben wie das Bankensystem funktioniert. Und als ich dann von der Vollgeldinitiative vernahm, war für mich klar, dass ich mich dafür einsetze. Und ich bin wirklich viele, viele, viele Mal in dieser Zeit unterwegs gewesen an ganz verschiedenen Orten im Kanton Zürich und habe gesammelt. Und es war wirklich einfach auch sehr schön und interessant, so vielen Menschen zu begegnen, ganz unterschiedlicher Art. Und ich habe auch immer wieder gestaunt, wenn ich den Unterschriftenbogen angeguckt habe, wenn er voll war, wie man mit dem gleichen Kugelschreiber so unterschiedliche Schriften kreieren kann. Also das war unglaublich. Also so Schriften, die ganz so prägnant und einen dicken Strich waren, und andere ganz fein und ebenso wirklich erstaunlich. Ja, ich habe jetzt eben, wo ich mich überlegt habe, was könnte ich noch erzählen, ist mir so das Thema aufgestiegen, so von der Sicherheit. Also das habe ich viel begegnet, dass für viele Menschen die Banken wirklich so eine Sicherheit verkörpern und sie viel Vertrauen haben. Und mein Fonds, also der Vertreter von Italien hat ja das so schön erklärt, dass ja, dies eine Verbindung hat zum Mutterarchetypus. Und ich habe so am Anfang von dem Sammeln hatte ich eine Begegnung mit einer älteren, liebenswerten Dame. Ich habe ihr dann das Ganze erklärt, also was wir erreichen möchten. Und eben, dass die Banken Geld verleihen, das sie eigentlich gar nicht haben. Und sie hat mir dann aufmerksam zugehört, aber an einem gewissen Punkt hat sie dann gesagt: Ja, also ich könne ihr das noch lange erzählen, das glaube sie nicht. Und dann hatte ich, das war nicht beim Unterschriftensammeln, aber es passt gut auch zu diesem Thema, eine Begegnung in dieser Zeit des Sammelns mit einem kleinen Jungen, mit dem ich sprach, also etwa ein Achtjähriger, und er erzählte von seinen Ersparnissen und war ganz stolz, dass er da eben einiges zusammengespart hat. Und ich habe ihn dann gefragt: Ja, und wo bewahrst du dann deine Ersparnisse auf? Und er hat dann gesagt: Ja, er hat mich wirklich mit großen, schelmischen Augen angeguckt und gesagt: Ja, natürlich am sichersten Ort der Welt, bei der Bank. Und ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihm diesen Glauben zu nehmen. Und noch eine letzte Begegnung, die ich habe, also eine Begegnung, die auch noch ein bisschen dazu passt, war eine Begegnung mit einem Herrn von der Raiffeisenbank. Er hat auch aufmerksam zugehört und hat dann ab, also, und ich habe ihm auch erklärt, eben, dass die Banken ja Geld verleihen, das sie gar nicht haben. Und er hat mir dann diesen Umstand bestätigt und hat mir dann aber gesagt: Ja, aber die Raiffeisenbank, die macht es gut. Wir machen es wirklich gut. Und er war eben sehr skeptisch, dass die Nationalbank dann auch diese Sache gut erledigen könnte. Ja, also ich hoffe jetzt einfach natürlich wir alle sehr, dass viele Menschen tiefer hinter diesen Schleier des Finanz Geheimnisses blicken und erkennen, dass wirklich ganz wichtig ist, dass ein grundlegender Wandel in dieses System einzieht. Für die Welt. Für alle.